Papa. Du, Papa. Mhm. Charlie hat gesagt. Nee. Also, fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich meine ja nur, sein Vater hat gesagt. Mit vollem Mund spricht man nicht. Erstmal, ja? Und dann möchte ich mal in Ruhe frühstücken. Muss mir immer mit diesen albernen Geschichten kommen. Findest du wirklich albern, was Charlies Vater da... Schluss jetzt, ja? Oder müssen wir erst in eine andere Stadt ziehen, bevor ich bei dieser Familie meine Ruhe habe? Ist ja schon gut, wenn du schlechte Laune hast. Ich hab keine schlechte Laune, verdammt nochmal. Ich will meine Ruhe haben. Na gut, wenn du nicht mehr mit mir diskutieren willst. Du weißt genau, dass ich jederzeit dazu bereit bin. Okay. Kannst du mir dann sagen, warum die Bräute bei der Hochzeit weiße Kleider tragen und die Männer schwarz? Ja. Naja. Das ist so. Weiß ist doch die Farbe der Unschuld, nicht? Das weißt du doch. Das heißt, wenn ein Mädchen noch nicht befummelt ist. Also eine Ausdrucksweise hast du. Aber das kommt doch heute gar nicht mehr vor. Was denn? Dass ein Mädchen unbefummelt heiratet. Warum tragen sie dann immer noch weiß? Weil es eben ein schöner Brauch ist. Auch wenn ein Mädchen nicht mehr... unbefummelt ist. Lass doch dieses ordinäre Wort, ja? Gib mir mal die Butter rüber. Ja. Aber Charlie... Außerdem ist ja weiß auch noch die Farbe der Freude, nicht wahr? Weiß ist gar keine Farbe. So kannst du nicht argumentieren. Du weißt genau, was ich sagen wollte. Ja, die Bräute tragen weiß zum Zeichen der Freude, weil sie dann endlich unter die Haube kommen. Die Männer schwarz, weil bei ihnen nur der ganze Mist erst richtig losgeht. Na, musst es ja wissen. Naja, Schwiegermutter, Tanten, Onkel und immer dieselbe Frau. Jetzt ist es aber genug, ja? Ist doch so, nicht? Darüber hast du noch nichts zu befinden. Ist auch kein Argument. Aber du musst wohl immer das letzte Wort haben. Wie? Nee, jetzt noch nicht. Manche Leute sagen, man sollte bei der Beerdigung lieber weiß tragen. Warum denn das? Na, weil da doch so mancher Grund zum Freuen hat. Sei mal nicht so pietätlos, ne? Freut sich kein Mensch, wenn ein anderer gestorben ist. Bist du da ganz sicher? Was soll denn das? Natürlich. Gib mir noch mal Kaffee. Gib mir selbst, hab keine Zeit mehr. Hab noch nicht mal die Krawatte um. Du, Papa? Warum bindest du dir eigentlich jetzt immer die schwarze Krawatte um? Was für eine Frage, weil ich in Trauer bin, deshalb. Was heißt denn das in Trauer? Dass du jetzt traurig bist? Ja, so ungefähr. Weil Tante Clara gestorben ist? Ja, Herrgott, warum klappt denn dieser Knoten wieder nicht? Und da trägst du die schwarze Krawatte, dass die Leute gleich wissen, dass du traurig bist wegen Tante Clara? Damit. Was? Damit heißt das, damit die Leute wissen. Und darum trägst du die schwarze Krawatte? Ich trage die Krawatte als Zeichen des Gedenkens an die Tote. Oh weia, klingt das geschwollen, Gedenken. Wann gedenkst du denn Tante Clara? Wenn du die Krawatte bindest oder wenn du auf dem Klo in den Spiegel guckst? Das ist aber Schluss, ja. Ich find's reichlich geschmacklos von dir. Tante Clara ist noch nicht mal eine Woche unter der Erde. Aber du konntest sie doch gar nicht leiden. Nur hör aber auf, ja? Woher willst du denn das wissen? Weil du jedes Mal, wenn wir zu ihr rausfahren mussten, gesagt hast, wenn du nur endlich Ruhe hättest. Aber das ist doch ganz was anderes. Man sagt doch oft so irgendwas vor sich hin, was man gar nicht so meint. Hast du mich nicht auch schon manchmal zum Teufel gewünscht? Naja, schon. Na siehste. Und hast du das vielleicht ernst gemeint? Tja, also manchmal schon. So. Na, da weiß ich ja, woran ich mit dir bin. Ich jedenfalls werde Zeit meines Lebens an Tante Clara denken. Klar, hast du ja auch genug von ihr geerbt. Das gehört nicht hierher. Warum denn nicht? Da kannst du dir doch dein neues Auto kaufen. Freust du dich nicht darüber? Natürlich freue ich mich darüber, hab ja lange genug drauf warten müssen. Na siehste, darum hat der Vater von Charlie doch recht, wenn er sagt, man sollte bei mancher Beerdigung lieber weiß tragen.